Hi und herzlich willkommen heute zum Thema Magen-OP bei Übergewicht bzw. Binge-Eating-Störung und warum ich so schrecklich dagegen bin und eine neue Studie, wo man jetzt endlich das richtige Organ operiert hat. Aber ich fange mal von vorne an. Also, ich bin kein Fan der bariatrischen OP, weder vom Schlauchmagen noch vom Magen-Bypass, weil ich der Meinung bin, und so ist es am einfachsten ausgedrückt, es wird das falsche Organ operiert. Wenn man den Magen rausschneidet, weil jemand zu viel isst, wäre das genauso, wie wenn man jemandem die Nase abschneidet, weil der zu viel kokst. Es ist das falsche Organ. Der Magen ist nicht das Problem. Auch wenn er ausgedehnt ist von Fressattacken oder sowas, ist das Problem im Hirn. Es ist das Belohnungssystem. Es ist das, was da passiert. Und jetzt gibt es eine neue Studie, eine Pilotstudie, wo man dann, nachdem Leute am Magen operiert wurden, aber ihr Gewicht wieder zugenommen haben, schlussendlich dann doch das Belohnungssystem operiert hat. Aber dazu komme ich später. Also, Problem ist folgendes. Wir haben zu viele Übergewichtige. Die meisten Übergewichtigen kriegen dann irgendwann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Und es schlägt ihnen auf die Knochen und so weiter. Und deswegen wird an und für sich in der Ärzteschaft schon empfohlen, dass man Leute, wenn die wirklich zu übergewichtig sind und alles probiert haben, in Anführungsstrichen alles, außer ihre Esssucht zu behandeln, vielleicht. Wenn die alles probiert haben, dass die dann eine Magen-OP bekommen sollen, eine bariatrische OP, sei es ein Schlauchmagen oder eine Magen-Bypass-Operation, sodass sie dann quasi nicht mehr so viel essen können. Natürlich müssen sie dann trotzdem eine Ernährungsumstellung machen, denn der Magen fasst ja nicht so viel. Und warum ich das so schlimm finde, ist zum einen, dass die ganze Geschichte nicht mehr rückgängig zu machen ist. Man hat ein kostbares Organ rausgeschnitten, was mit dem Rest des Körpers und vor allem auch mit dem Hirn halt so verschaltet ist, dass es uns eigentlich sofort sagen kann, so, das will ich essen, das muss ich essen, das sagt mir, der Körper fehlt ihm. Und ich sage dem Gehirn dann, wann es satt ist und wann nicht. Wenn man den Magen rausschneidet, dann funktioniert das alles nicht mehr. Leute, die ihren Magen operiert bekommen haben, können nie wieder, nie, nie wieder auf Hunger und Sättigung hören. Die müssen in der Regel alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil es nicht mehr möglich ist, mit der Nahrung alles aufzunehmen, was sie aufnehmen müssen. Das B12 muss extra gespritzt werden, beziehungsweise oder auch zusätzlich gegeben werden. Mundschleimhaut geht auch, weil der Magen Intrinsic Factor produziert. Das ist ein Molekül, was dazu da ist, das B12 vor der Magensäure zu schützen, denn Magensäure würde es sonst zerstören. Und so wird das quasi, der Intrinsic Factor umschließt das B12, sodass es dann durch den ganzen Verdauungstrakt gehen kann, nicht von der Magensäure zerstört wird und dann am Ende des dünnen Darms vom Körper resorbiert wird. Dann kommt hinzu, wenn es zumindest ein Magen-Bypass war, dass das Risiko für Magenkrebs erhöht ist und auch das Risiko für Suchterkrankungen steigt in der Folge, denn wir haben das falsche Organ operiert. Die Leute, die emotional essen, die als Kompensationsmechanismus für Gefühle essen, bei denen vielleicht auch das Belohnungssystem kompromittiert ist, sei es durch Essen, sei es aber auch vielleicht durch genetische Komponenten, sowas gibt es ja auch, die finden einen anderen Weg, ihr Belohnungssystem zu aktivieren. Ich habe mal, als ich im True North eine Famulatur gemacht habe, also das ist eine Fastenklinik, vegane Fastenklinik in Santa Rosa in Kalifornien, eine Frau kennengelernt, die hatte einen Schlauchmagen, nicht Schlauchmagen, ein Magenband. Das hat dann immer noch den Vorteil, dass der Magen so belassen wird, wie er ist. So, ne? Also nicht rausgeschnitten, abgeschnitten, kleiner geschnitten oder sonst was, sondern er wird einfach nur daran gehindert, dass man mehr aufnehmen kann. Was für die Frau allerdings im True North auch ein Problem war, weil da ja fettarm, vollwertig, pflanzlich gegessen wird. Und die konnte diese Mengen, die man braucht, auch nicht essen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die sagte, klar finde ich andere Wege, mein Belohnungssystem zu aktivieren. Nämlich, man fängt dann an, das Essen möglichst flüssig zu machen, möglichst hochkalorisch zu machen. Sprich, sowas wie flüssige Eiscreme geht ganz gut, denn in Eis ist mehr Zucker drin als in zimmerwarmen Produkten, weil dadurch, dass es Eis ist, der Zucker nicht so stark schmeckt. Also bei niedrigen Temperaturen schmeckt der Zucker nicht so süß. Deswegen zum Beispiel flüssiges Eis trinken geht ganz wunderbar, wenn man einen operierten Magen hat und sein Belohnungssystem
aktivieren will. Aber nicht nur das, man kann auch die Droge wechseln, man kann dann von Essen auf Alkohol übergehen oder keine Ahnung, sonstiges, Heroin, Koks, diese Sachen, einfach was stärker aktiviert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Leute nehmen manchmal auch danach wieder zu. Und so gab es jetzt eine Pilotstudie, die veröffentlicht wurde in Nature Medicine, wo wir zwei adipöse Frauen hatten, die eine Magen-Bypass-Operation bekommen hatten und in der Folge aber alles wieder zugenommen haben. Denn auch das ist ein Problem. Und vielleicht sollte ich nochmal kurz sagen, warum Ärzte es trotz dieser ganzen Nebenwirkungen empfehlen. Für Ärzte ist es sehr befriedigend, wenn man eine Krankheit einfach rausschneiden kann. Noch befriedigender, als wenn man dagegen einfach Medikamente nehmen kann. Ich denke aber nicht, dass das eine Krankheit ist. Und selbst wenn es eine Krankheit ist, gibt es andere Therapiemöglichkeiten, als irgendwas aus dem Körper rauszuschneiden. Denn auch Psychotherapie, besonders kognitive Verhaltenstherapie, ist ziemlich erfolgreich bei Binge-Eating. Und natürlich das Ganze als eine Sucht zu betrachten, ist auch sehr, finde ich, praktisch im Vergleich zu einer OP. Denn hier steht im Ärzteblatt Folgendes drin zu dieser Studie und zu dem, was hier gemacht wurde. Cravings oder Kontrollverlust, LOS hier genannt, sind typische Zeichen für ein Suchtverhalten. Diesem liegt eine Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn zugrunde, zu dem der Nucleus Accumbens, also das ist das Belohnungssystem an sich auf Latein, gehört. Die kleine Struktur im Vorderhirn, die zu den Basalganglien gezählt wird, steht derzeit im Blickfeld der Suchtforschung. Genau, und das ist hier das Problem. Das ist das eigentliche Problem. Und das, ja, kann man mit einer Magen-OP nicht rausschneiden, aber man kann was anderes machen. Und das hat man jetzt hier gemacht. Und deswegen bin ich so schockiert und frustriert und sonst was darüber. Denn es ist zwar eine Fehlsteuerung im Belohnungssystem, aber es ist eine Fehlsteuerung, die man nicht chirurgisch behandeln muss, weil chirurgische Eingriffe immer Nebenwirkungen haben. Das erste war der Magen, jetzt hat man als nächstes das Gehirn operiert. Und zwar hat man Folgendes gemacht. Man hat den Leuten, den beiden Damen hier, einen Hirnschrittmacher in das Belohnungssystem eingepflanzt. Und das hat man früher schon gemacht, in den 50er Jahren, bei Affen, dass man denen eine Elektrode ins Belohnungssystem reingesetzt hat und so sowohl Lust als auch Ekel erzeugt hat. Das ist natürlich ethisch, zumindest bisher, immer verboten gewesen, Leute so zu manipulieren mit einem Hirnschrittmacher. Hirnschrittmacher hat man aber Erfahrung mit mittlerweile durch Epilepsieerkrankungen, wo man das auch macht, und auch bei Parkinson. Aber bei Epilepsie und Parkinson gibt es sonst keine anderen Methoden, keine psychiatrischen oder psychotherapeutischen Methoden, wie man das operieren kann. Und jetzt hat man es beim Essen auch gemacht. Und es ist zwar eine Fehlsteuerung im Belohnungssystem, aber es ist keine Fehlsteuerung, für die der Betroffene verantwortlich ist. Also, es ist keine Krankheit. Es ist einfach nur ein zu starkes Reagieren. Nein, es ist ein zu starkes Reagieren auf Essen, was überhaupt kein Essen ist. Was wir evolutionsbiologisch nicht gelernt haben, darauf zu reagieren. Das sind Menschen, die sehr gut in der Lage sind, ihr weiteres Leben, ihre weitere Existenz aufrechtzuerhalten. Denn wer gut dazu in der Lage ist, Nahrung mit hohem Kaloriengehalt ausfindig zu machen und zu schmecken, der wird überleben. Evolutionsbiologisch werden diese Leute überleben, die intuitiv möglichst stark darauf reagieren. Dummerweise, heutzutage ist das nicht mehr unser Problem, sondern das Problem ist, wir fressen uns zu Tode. Ja, also sind Chirurgen hier hingegangen, wahrscheinlich waren es jetzt hier Neurochirurgen, und haben das Ganze manipuliert. Sie haben eine Elektrode in das Belohnungssystem eingepflanzt, das ist ja auf beiden Seiten, im Temporallappen, im Gehirn drinnen, in den Nucleus Accumbens. Und immer, wenn es einen elektrischen Reiz gab, der dem Betroffenen signalisiert hat, jetzt kommt Kontrollverlust, du hast Cravings, du willst essen, wurde von der Elektrode ein Reiz dagegen gesetzt und hat das Ganze ausgelöscht, diesen Binge-Reiz ausgelöscht.
Ja, und so haben diese Frauen dann, diese beiden, die hatten BMI von 46 respektive 47. 2005 hatten sie eine Magen-OP und hatten ursprünglich die eine 52, die andere 68 Kilo abgenommen und das alles wieder zugenommen. Das heißt, diese Magen-OP ist halt einfach auch kein Allheilmittel, denn ein Suchtkranker findet eine andere Möglichkeit, seine Sucht zu befriedigen. Und das liegt am Belohnungssystem. Also haben sich die Chirurgen dann gedacht, okay, dann operieren wir das Belohnungssystem. Bisher weiß man noch nicht von irgendwelchen Nebenwirkungen, aber außer den Nebenwirkungen, die halt eine Operation hat, so, und eine Operation am Hirn vielleicht auch hat. Ja, aber das ist halt einfach. Das kann nicht die Antwort sein auf eine Binge-Eating-Störung. Ich lese gerade dieses Buch. Das hat mir der Autor Maximilian Alexander Koch einfach nur so zur Verfügung gestellt. Der hat auch das Frugalismus-Buch geschrieben, übrigens. Weiß der Geier, wie das so zusammenkam, aber Amazon hat es mir vorgeschlagen und ich werde auch ihn interviewen, denn der ist Psychologe und hat dieses Buch geschrieben zum Thema Binge-Eating jetzt stoppen. Und da geht es natürlich um kognitive Verhaltenstherapie. Und das, was ich mache, ist halt die Suchttherapie. Die ja, Binge-Eating gleicht nicht in jeder Hinsicht einer Sucht, aber viele Aspekte sind da natürlich betroffen, wie auch hier das Ärzteblatt sieht und wie auch der Hirnschrittmacher im Belohnungssystem halt hergibt. Und ich finde einfach, bevor man seinen wertvollen, kostbaren, nur einmal in dieser Form vorhandenen Körper unter ein Messer legt, sei es unter ein stereotaktisches Messer, oder ein richtiges, wo der Magen rausgeschnitten wird, sollte man an dem arbeiten, was wirklich das Problem ist. Und das ist Sucht. Und Sucht reagiert in der Regel auf negative Gefühle. Denn dann greifen wir zu Problemen, Beseitigungsstrategien, die über das Belohnungssystem gehen. Und in der Regel sind das halt negative Gedanken und Gefühle, die ja auch alle zusammenhängen. Und daher geht es dann hier zum Thema kognitive Verhaltenstherapie darum. Und das ist sehr häufig, sehr gut in der Lage, ich glaube allerdings auch nur bei 30% der Betroffenen, wenn ich, vielleicht lüge ich hier, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, 30% der Betroffenen Binge-Eater reagieren oder können geheilt werden mit einer kognitiven Verhaltenstherapie. Und dem Rest hilft vielleicht die Erkenntnis darüber, dass da Suchtmechanismen im Gange sind und man vielleicht auch eine Sucht Therapie in der Folge nutzen sollte. Das mache ich. Das ist nicht nur für Binge-Eater der Fall, sondern auch für Leute, die so eine Art Pegelessen machen. Also es gibt ja auch Pegeltrinken, wo man den ganzen Tag über sein Level halten muss, um halbwegs durch den Tag zu kommen. Und ich glaube, das machen viele Esser auch. Dazu ist mein Raus aus der Lustfalle-Programm, was ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht wirklich bewerben möchte, sondern ich will euch nur sagen, Magen-Bypass ist nicht die Lösung für das Problem. Aber ja, ich habe auch eine Lösung. Maximilian Alexander Koch hat auch eine Lösung dafür, die nicht erfordert, dass man seinen kostbaren Körper auseinanderschnibbeln muss. Meine Lösung findet ihr bei auf meiner Website www.silkerosenbusch.de und die bei Amazon, denke ich. Ich werde aber, also ich bin fast durch, seht ihr? Und wenn ich durch bin, dann werde ich ihn auch nochmal für ein Gespräch ranholen zu dem und hoffentlich da noch mehr Lösungsansätze bieten können für Leute, die die Kontrolle so über Essen verlieren, dass sie nicht in der Lage sind, ihr Essen unter Kontrolle zu kriegen, so dass sie keinen Diabetes und keinen Cholesterin, also keine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen. Ich verlinke euch hier und da auch nochmal Essen, wie es bei Diabetes sein sollte und Essen, wie es bei Herz-Kreislauf-Erkrankung sein sollte. Und natürlich unten drunter auch nochmal, ich habe Kurse zum Abnehmen, zum Thema Esssucht, zum Thema Cholesterin senken auf www.silke-rosenbusch.de/Kurse. Da könnt ihr euch gerne umschauen. Zudem. Und bitte lasst nicht eure kostbaren Organe rausschneiden. Danke, das war's. Ich sag ciao. Bis Donnerstag, eure Silke.